Zwei Schaden ausgeteilt und Empfang bei Tür bis zur Ruhephase. Das gucke ich noch, wie ich das pimpe. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein cooles, doppelläufiges Gewehr. Und Geld weniger, aber das können wir ja dann wieder ein bisschen ausgleichen, indem wir Zeug verkaufen. Was wir nicht mehr brauchen. Wie zum Beispiel wieder Korallenschwerter oder Korallennagerbögen. Und so weiter. Gut und gute Waffen und so. Seelen gebunden. Seele binden. Wissen wir, was wir wirklich an Hagrim binden? Wenn die Bindung hergestellt ist, kann dieser Gegenstand nicht mehr von einem anderen Charakter ausgerüstet werden, bis die Bindung aufgehoben wird. Achso, das war das Schwert, was spricht. Genau. Hier, flüsterndes Hinwald. Das würde ich eigentlich gern versuchen an Edea zu binden. Wobei das Flüstern des Jenwalds wahrscheinlich stärker ist als Modvir. Ja, ist es auch. Hm? Certainly. Aber ja, gucken wir mal zum Vergleich. Die Waffen haben eine Reichweite von 4 Metern, beziehungsweise 8 Metern. Also ja, dann habe ich halt eine Reichweite wie Seraphin, aber das ist jetzt nicht so wild. Muss ich ehrlich sagen. Or some sturdy armor. Umani has what you seek. Brauchst du eine Klinge oder eine Keule oder eine robuste Rüstung? Imanui hat, was du suchst. Die alte Frau schenkt dir ein Grinsen, das die Feinde in ihrem Gesicht verdoppelt. Was hat es denn mit diesem Gottgleichen in der Gasse auf sich? Some sort of scuffle between a lone fellow and a pack of godlike pirates. The lone man didn't look like much of a fighter, but he proved old Imani wrong. Es gab eine kleine Auseinandersetzung zwischen einem einsamen Typen und einer Horde gottähnlicher Piraten. Der Kerl, der allein war, sah wirklich nicht so aus, als ob er ein guter Kämpfer wäre, aber er hat die alte Imani eines Besseren belehrt. Sie deutet mit einer Kopfbewegung auf die Leiche und kichert. Die Piraten haben ihn zum Aufzug gebracht, zu dem der ins Gewölbe führt. They must have spoken with the guard there. Perhaps he could say more. Sie müssen mit der Wache dort gesprochen haben. Vielleicht kann er dir mehr sagen. Sie deutet auf die gegenüberliegende Seite der Gasse. Okay. Ja, zeig mir mal, was du hast. Die unsterbliche Last ist ein ziemlich nicer Gürtel. Gewährt unzerbrechlicher, unsterblicher Wille. Unterbrechen nicht möglich. Der Träger ist immun gegen Unterbrechung, solange er mindestens eine Verletzung aufweist. Nee, das ist dann nicht ganz so nett. Panzerhandschuhe der Zuverlässigkeit? Hm, nicht wirklich. Waffenmäßig sehe ich jetzt auch nichts, aber der Gürtel, der interessiert mich. Gewährt neue Kraft, einmal pro Ruhephase. Ein erlittener Waffenschaden wird reduziert, der Schaden reduziert sich bei Gesundheitsverlust um maximal 10%. Den nehme ich auf jeden Fall. Mevnas breiter Gürtel gibt 2 Athletik. Hm. Sie hat einen, der 3 Verfassung gibt. Den da würde ich gerne eigentlich für Edea aufbewahren. Da habe ich nämlich jetzt schon 3 neue Sachen für Edea. Ach ja, und stimmt ja, das WEF wieder austauschen mal. Habe ich eigentlich noch weitere Usables vielleicht, die ich da reinpacken könnte? Ich möchte nur Usables, danke. Ja, du kannst zum Beispiel die mal haben. Das sind jede Menge Gegengifte, dafür haben wir keinen Platz. Du bist schon... Ah, du könntest noch den Flammenfächer haben. Bei dir ist alles bereits. Palegina haben wir hier noch eine Flasche gehabt. Ja.
Tank der abgestimmten selbst. Und die hier. Tank der Behendigkeit. Ja, und ich selber. Abstoßendes Anlitz. Tank der Behinderung. Trank der Reinigung, Trank des konzentrierten Geistes. Trank der Elementarverteidigung wäre noch nicht schlecht. Öl der Verlockung ist hier noch eins. Dass wir hier mal ein bisschen Platz kriegen. Und die Fallen wollte ich alle verkaufen. All auf nix. Bei dir. Wir haben da zwar Granaten, aber nicht die, die du benutzt. Bei dem giftigen Zeug haben wir auch nichts mehr. Trank der starken Erholung. Für dich eigentlich auch nicht. Für dich auch nicht. Getränk des gnadenlosen Starrens und die Rufsachen. Berat schwarze Glocke. Drei Nutzungen. Nutzungen 3, nur im Kampf, Wiederherstellung, Verdammung. Wirkungsbereich freundlich, Radius, Durchschlagskraft, freundlich, Wirkungsbereich, Gesundheit wiederstellen, feindlich, Wirkungsbereich, Unterbrechung und Brandschaden. Es ist halt die Frage, regenerieren sich die Nutzungen von Berats Glocke? Irgendwo auch. What can I do? Das ist ja der Gegenstand hier. Weil das ist eine Nutzung pro Ruhephase jeweils und das Ding hat 3 Nutzungen. Tell me. Es wäre Tank der Elementarverteidigung, Tank der Behendigkeit, Tank der abgestimmten selbst, ja. You need something. Was macht das Ding eigentlich? Bluff, Diplomatie, Einschüchtern und Findigkeit. Ah. Gesundheit wiederherstellen. Rüstungswertkonzentration, das ist gar nicht mal so schlecht. Du hast halt die Gifte. Genauigkeit. Chance auf Unterbrechen beim Treffer. Wirkt das Gift beim nächsten Angriff. Dieser Effekt verschwindet beim Waffentausch. Ja. Das macht halt minus 1 Rüstungswert und Zersetzungsschaden. Und das hier ist schmorendes Gift. Wirkt auf beim nächsten Waffenangriff. Jo. What? Und du hast halt Schriftrollen, die wir Why? Auch benutzen Alright. sollten. Of course. Ja. Der Körper des dieser Mondgottgleichen hat sich im Todeskampf verkrampft. Ihr Mund steht offen, ihre milchigen Augen starren in die Schockstarre ins Nichts. Da sie Lederkleidung der Prinzessin hier trägt, wird sie eine Piratin gewesen sein. Ein kleiner, fein gearbeiteter Apparat aus Bronze und Adra liegt neben ihrer Hand, gesprungen und schwarz. Ihre Seele befindet sich ganz in der Nähe. Selbst ohne ihr näher zu kommen, kannst du ihre Verwirrung spüren. Ihre Seele lesen. Der Kapitän hat gesagt, dass du ihn bringen sollst, also bringst du ihn auf. Von dem alten Mann geht anscheinend keine Bedrohung aus, aber du vertraust auf das Urteilsvermögen deines Kapitäns. Der Beseeler wollte nicht mitkommen, hat sich so stark gewehrt, wie er nur konnte. Naudra sagte, dass du ihm eine verpassen solltest. Also hast du ihm auch eine verpasst. Dann hat er sein Maul gehalten, aber den alten Knochensack zu tragen ist anstrengend. Du musst ihn bloß zum Schiff bringen und dann kannst du dich ein bisschen ausruhen. Du läufst gerade durch den Markt in der Graberstraße, als er wieder zu sich kommt. Er ist nicht stark genug, um sich loszureißen. Trotzdem hättest du nicht gedacht, dass so ein drahtiger alter Beseeler so zappeln könnte. Per Komplanka heißt, hab Gnade mit mir und Per Komplanka net. Eine valianische Formulierung, wenn ich hab Gnade mit mir, die so etwas bedeutet wie, ach komm schon. Das Per Komplanka net bedeutet also das gleiche wie Per Komplanka, okay. Schreit er niemand bestimmten an. Das hier ist die Graberstraße, also stört sich kaum einer dran. Vor dir schreit Naudur den alten Mann an, dass er die Klappe halten soll. Du wirst noch genug Zeit haben, den Kapitän um Gnade anzuflehen, wenn wir in Stauholz angekommen sind.
Die todgottgleichen Schwestern nicken dir zu. Du verstehst, was sie dir sagen wollen. Für den Beseder ist es Zeit, wieder schlafen zu gehen. Du lässt deine Hand von dem alten Mann ab, um nach deiner Treue zu greifen. Er ist schwach, aber das Gezappel nervt. Moment mal, was ist denn dieses komische kleine Ding in seiner Hand? Ich nehme das mal an mich, falls es dich nicht stört. Und erst recht, wenn es das tut. Du lass ihn nicht hinein, dass du danach greifst. Der alte Mann fängt an zu stammeln. Nein. Plötzlich gibt es einen Blitz und ein starker Geruch wie Schwefel. Und einen stechenden Schmerz. Stechend, aber bald vorüber. Was soll's? Naudo und Nauda haben den alten Mann schon ohnmächtig geschlagen. Du willst ihn zur Hand gehen, aber irgendwie kannst du deine Arme nicht heben. Die Zwillinge schauen auf etwas auf dem Boden. Du hast es schon immer gehasst, ihre Augen nicht sehen zu können. Der Kapitän sagt, dass wir sie dafür nicht verurteilen sollen. Schließlich will ja niemand wegen seines Aussehens verurteilt werden, oder? Nein, ganz bestimmt nicht, Kapitän. Wie immer ein gutes Argument, Kapitän. Du verfolgst die Linie nach, die von ihren Köpfen zum Boden führt. Da auf dem Boden liegst du. Offener Mund, offene Augen. Der seltsame kleine Apparat schmort neben deiner Hand. Aber das kann doch gar nicht stimmen. Du bist hier. Die Zwillinge wenden sich ab und zu gehen. Die deuten den anderen an, sich zu beeilen. Du wirst sie schon noch einholen. Du musst nur herausfinden, wie du deine Arme bewegen kannst. What did you see? Was ist? Was hast du gesehen? Eine Gruppe gottgleicher Piraten hat Jacolo nach Stauholz verschleppt. Jacolo abducted by godlike pirates. But why? He has always done his best to help my kind. Madiko, Jacolo wurde von gottähnlichen Piraten entführt, aber warum? Er hat sich immer nach Kräften darum bemüht, meistgleichen zu helfen. Watcher, I have asked much of you already. But if you can find time to go to Dunwich to find this Captain Tutsuddle, it would mean a great deal to me. Mächtig, ich habe bereits viel von dir verlangt, aber wenn du die Zeit finden kannst, um nach Stauholz zu gehen und diesen Captain Tutsuddle zu finden, würde dir das sehr viel bedeuten. It did not sound as though he was in imminent danger. But I fear what they will do to him. Es klang nicht so, als ob er sich in unmittelbarer Gefahr befinden würde. Dennoch fürchte ich, dass sie ihm etwas antun werden. Bist du sicher, dass Jacolo keine Feinde hatte? Es scheint mir, als ob Beseder nirgendwo sicher wären. Nun gut, wir werden sehen. Nehmen wir doch mal die Eins. Not in the Republics. I can't think of why godlike of all Kith would have any reason to take him. Weil es Piraten sind? Nicht in den Republiken. Ich kann mir nicht vorstellen, welchen Grund ausgerechnet Gottähnliche von angestanden haben können, ihn zu entführen. Something strange is going on here. Perhaps it has something to do with his research. I am sure we will find out when we find Captain Tutsuddle. Irgendetwas Merkwürdiges geht hier vor. Vielleicht hat es etwas mit seiner Forschung zu tun. Ich bin sicher, wir werden es herausfinden, soweit wir Captain Tutsuddle gefunden haben. Ja, was gab's denn noch so? Imoani hat mir gesagt, dass die Piraten Jacolo den Aufzug mit runtergenommen hätten. Sie erwähnten, dass der Auszugswächter mit ihnen gesprochen habe, bevor sie passieren konnten. Die Gruppe gottähnlicher Piraten, die Jacolo entführt hatten, haben ihn zu ihrem Kapitän Tutsuddle in Stauholz gebracht. Ich soll dort nach ihm suchen. Yeah, of course. Ja, das können wir dann machen. Gehen wir nochmal zu dem Vitrak hier, der nicht fliegt. Zeig mir mal deine Vorräte. Aktionsgeschwindigkeit und Schaden bei Angreifern für Sekunden, wenn Träger im Nahkampf getroffen wird. Kann nur verwendet werden von Mönchen, Zauberbuch. Jede Menge Schriftrollen, Tränke. Ring der Regeneration und die Weißhexenmaske. Nö. Tut mir leid, du hast nichts, was mich jetzt so interessiert. Habe ich mir eigentlich für den Schlund Notizen gemacht, händlermäßig? Ja, Schusswaffenhändler in der Messingzitadelle. Waffen reparieren plus tolles Zeug, das habe ich schon mal hinter mir. Der Rüstungshändler hat zwei Helme und Handschuhe im Hafen. Ja, da gucken wir auch mal nach.
Wer war nochmal hier der Aufzugswächter? Warst du das? Oder warst du das? Go on. Liv takes you to the Undercroft. Okay. Ab ins Gewölbe.